Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir ein wenig uns in der Kanalisation umgesehen, damit wir ein Level noch steigen. Ein weiteres Level wäre noch ganz gut. Wir bräuchten noch einmal Charisma und einmal Persuasion. Und ab dem nächsten Level hätten wir das, beides. Daher werden wir noch versuchen, ein paar Aufträge zu erfüllen. Jo, schauen wir mal, wo sind wir hier auf der Karte? Ja, genau, das letzte Mal habe ich auch noch gesagt, dass ich mir Sachen anschaue. Ich habe dabei einen, der Stab war leider verflucht. Den habe ich schon verkauft. Oder habe ich schon alles verkauft? Ja, ich habe schon alles verkauft. Habe ein wenig Geld gemacht dabei. Also wir sind jetzt bei 1700 Goldstücken. Das heißt, vielleicht finden wir ja irgendwann mal auch noch Goldstück, noch irgendwas zum Kaufen. Schüler und Söhne, das sind diese technischen Geschäfte. Ich glaube da drüben, ah, das schaut nach magischen Geschäften aus. Wir gehen mal darüber. Schauen uns die nächste Gasse an. Obwohl ich ja fürchte, dass um diese Uhrzeit die Geschäfte nicht offen haben. Huch. Interessant. Wieso haben wir den jetzt geheilt? Polten Cross. Locked. Unlocked. Na schauen, da ist offen. Oh. Greetings and welcome. Hello, madam. Might I ask who you are? This woman looks at you wide-eyed, then seems to regain her composure. Yes, of course. I am Dolores Beston, spirit medium and teller of future things. I live here to serve the good and noble citizens of Tarant. To make things clearer when they are dark, to call for help when it's needed. How may I help you? Could I ask you a few questions, Dolores? Of course. What is it you do here? I talk with spirits, look into the far-flung future. Far-flung future, klingt gut. To see what it holds for those who dare to look. I am a guide in the nether realms, a mistress in the medium of the mysterious. Okay, sie ist also Wahrsagerin. Who are some of your clients? Could you read my future? Sorry to say so, but I think the whole business is rubbish. Wer sind denn deine Dings? Oh, I serve most of the affluent families here in Tarant. The Willowsby, the Gerinsbergs. The ladies all trust me, and I do what I can to lead them away from troublesome waters. Okay. Sie macht also gutes Geld mit gutgläubigen Adeligen. Was ist mit meiner Zukunft? I'm sorry, but currently I'm having a problem with my crystal ball. I dropped it the other day, and my visions have been foggy and unclear ever since. I've looked into finding another one, but as you might guess, a crystal ball is a rare commodity. I'd assume so. Perhaps I could assist you in finding another. She smiles mysteriously. Yes, I thought you might say that. I have a feeling for such things. Nein, du kennst nur den Programmierer. You know, from the moment you walked in here, I knew you were something special. Let's not get carried away, madam. I understand. Not everyone is a believer. In any case, I would very much appreciate your help. If you were to find me a new crystal ball, I'll pay you 200 gold pieces. What do you say? Of course, I'd be glad to assist you. Splendid. Now,
I may be able to assist you in finding one. As I told you, my crystal ball is not working correctly, but sometimes a physical piece of the person I'm viewing helps to clear the vision. Might I have a lock of your hair? Of course. Naja, wieso auch nicht. Wonderful. She takes out the scissors and cuts a small lock of your hair. Now we look into the ball, see what is to be seen. She stares intently, waving a lock in front of her face. Cloudy, but sometimes something is coming clear. Yes, I see where you might be able to procure a ball. Na, das ist ja gut, da muss ich wenigstens nicht suchen. Where? In the warehouse district. I see the bordello there. Bei Madame Lille. A small shop just beside it. Ah, da waren wir eh schon drinnen. I see a sign. Madame Tussauds. Within that shop is a crystal ball. Find Madame Tussauds and you will find a crystal ball. Madame Tussauds, do you know anything of her? I can't say I've ever heard of her myself. There are so many self-proclaimed soothsayers in Tarant. More than likely she's some fly-by-night gypsy out to make a quick buck. But be careful, you never know what to expect from these nomads. Ah, okay. Ja, natürlich nicht so adelig wie wir. My thanks. A few more questions. I will, dear lady, thank you for the advice. I'll return later. Na gut, wir haben einen Auftrag. Das sollte uns Erfahrungspunkte und Geld bringen. Ah, jammed. Nein, das ist auch das Fenster unlocked. Was haben wir da? Ah, die Zeitung. Well-to-do businessman. Das klingt lustig. Die Beschreibung. How do you do? Greetings, sir. Might I ask your name? I'm Mr. Wright, editor of the Tarantian finest newspaper in all the land. Who are you? My name is Otto O'Connor. What can I help you with? Do you have a job I could do? Ich brauche nämlich Erfahrungspunkte. Well, this is the Tarantian. News is our business. The first thing that pops to mind when you mention work is news. Do you have any newsworthy stories? We pay quite well. Well, I'm the sole survivor of the EFS Zephyr. Does that qualify? No. You? You are the sole survivor from the EFS Zephyr tragedy? What a god's end! I must have your story. I'll pay you 500 coin on the spot if you'll answer my questions. 500? Puh, man muss gutes Geld mit seiner Zeitung machen. No, thank you. I'd rather not have such publicity. Aber klar doch. Geld hier. First of all, I realize it was a very traumatizing experience. Please take your time. If you need to stop for a few moments, I fully understand. Are you ready? Yup. Thank you for your understanding. We can begin. So, Otto O'Connor, you are the sole survivor from the horrendous EFS Zephyr disaster? Yes, I'm sorry to say that no one else survived the impact. Do you have any idea what caused the great airship to plummet? There was a tremendous explosion. It shook the entire vessel. Yes. I didn't see anything in the air, but I heard the sound of gunfire. Gunfire? At that altitude? How is that possible? I also heard engines. I believe there were two different ones. Engines? The Zephyr has one of a kind. What else could have been up there with you? There was wreckage also near the blimp. Some strange craft. More flying craft? Incredible! Writing notes frantically. So you don't think it was an accident or sabotage? You are telling me that the EFS Zephyr was shot out of the sky deliberately? By some sort of secret aircraft? Yes, that's as much as I've been able to piece together. Ich habe einen, oh, Entschuldigung,
looking very strange, a mixture of shock and elevation. Old O'Connor, you've just given me the story of a lifetime. Thank you so much. Here's the coin I promised. You've more than earned it. I've got to get this to the presses immediately. Goodbye. Wir können noch mehr Arbeit kriegen. Well, we don't have any openings here in the at the moment. Thinks for a moment. There's a small job you could do. It only pays 75 coin. Are you interested? Ja, warum nicht? Alright, es bringt Erfahrungspunkte, ich bin mir sicher. Here, and this is a payment note. I need it delivered to Mrs. Holster. Her house is located at the corner of Devonshire and Vermilion. Ich glaube, die haben wir sogar schon mal gesehen. Return to me after delivery and I'll give you the 75 coins. Alright, I'll be back soon. Warum auch nicht? So. Aufträge, zwei neue Aufträge. Dolores Besten und Mr. Wright. Passt. Und den Stonecutter müssen wir auch noch finden. Was steht da drauf? The Tarentian hereby authorizes the Bank of Tarent to pay the sum of 200 coin to the order of Mrs. J. Helston for purpose of services rendered. Okay. Er zahlt uns 75 dafür, dass wir ihr einen Scheck bringen. Interessant. Achso, nein, warte mal, die war da hinten. Gehen wir danach rückwärts gleich. Weil da können wir dann auch zu Madame Tussauds, weil Madame Lille ist ja auch in diese Richtung. Flying Machine Rumors Quelled. Get your paper here. Ah ja, das war das, was wir schon gelesen haben. Halster. Gehen wir irgendwo, warte mal, Devonshire, Vermilion, das ist Cream. Das ist Vermilion. Ah, mitten in der Nacht, wir sollten vielleicht Franklin Residence. Ich glaube, das war eines von diesen Häusern hier. Devonshire. Das muss wohl dieses Haus hier sein. Der Halster Residence. Aber die ist locked. Vielleicht sollten wir auf den Tag warten. Advance to morning. Wir warten einfach. Sehr gut. Ah, ich höre Menschen und da ist die Mrs. Halster. Mrs. Halster? Yes, Mr. Wright sends me. Mr. Wright? Oh yes, the payment. Do you have the note? Yes, here you are. She examines the note. Yes, everything seems to be in order. Here's a little something for your trouble. Goodbye. Thank you, ma'am. Goodbye. Na super, wir haben auch noch Geld gekriegt. So, dann gehen wir vielleicht gleich zur Madame Tussaud. Die ist da unten. Da ist Madame Lille, wo ist die Madame Tussaud? Daneben, also da, oder? Nein, das ist Madame Lille. Wo war die Madame Tussaud? Die war doch hier irgendwo. Ah, da. Noch ein Stück weiter. Ich dachte, die war weiter oben. Hello, I've been expecting you, traveler. Really? And why would that be? I think you know why. She looks at you, her dark eyes shining in the candlelight.
You've been speaking with Dolores Baston. I know the real reason you are here, but I don't think you do. Nicht? Also, ich glaube, ich bin hier wegen einer Kristallkugel. This will be all very easy if you just give me the ball. What do you mean? She really wants your crystal ball. Perhaps I better go. She smiles darkly. Listen to me. Dolores Baston came to my shop not 3 days ago, asking for her fortune. I told her traveler. And here we are. We are all a part of what is to come, and it is you that must choose. Just tell me what's going on. Choose, coward, or I will choose for you. On which side will you fall, mine or Dolores Baston's? Das ist eine gute Frage, aber ich will doch einfach nur den Dings. No, I won't be forced into this. Ah, die greift mich einfach an. Nicht gut. Ach, weh. Kann sie nicht einfach den Ball hergeben? Oder mir sagen, was sie für den Ball will? Doofe Frau. Hallo? Irgendwie hängt das Spiel. Frau, warum greift die mich an? Kein Mensch wollte ihr was tun. Grrr. Ach, wie. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen, die wir ausräumen können, wenn wir schon hier jemanden gekillt haben? Naja, wurscht. Hat das Punkte gebracht? Praktisch keine. Was haben wir da gekriegt? Na, warte mal. Hero of Shrouded Hill. Na super. Das habe ich gebraucht. Einen Ancient Gypsy Blood Curse. Das klingt nicht gut. Ich wollte das nicht tun. Die hat mich angegriffen. Was hätte ich denn tun sollen? Naja gut, ich hätte weggehen können. Na gut, was soll's. Bringen wir mal das da. Bringen wir mal den Ball zurück und dann sollten wir ja Geld kriegen und dann gehen wir einkaufen. Dort hinten gibt es einen magischen Laden. Vielleicht kriegen wir irgendwas Gescheites, Magisches. Ja. Tarant ist so verdammt groß und man muss so viele Dinge tun. Diese ganzen Sidequests. Ah, was ist da? Da waren wir vorhin nicht drinnen. Da haben sie noch geschlafen vorhin. Gehen wir da mal rein. Aber
Ah, da ist ein Halbling, ein Gnom. Hmm, yes, and what is it? Might I request an introduction, good sir? Ah, you must be fairly new not to know who I am. Allow me to introduce myself. I'm Frederick T. Fitzgerald. Mayhap you have heard of me. In some circles I'm legendary. Hmm. Sorry, but no. What is it you do here? Na, wohnen, nehme ich mal an. Let us just say that I'm quite an upstanding and respected citizen here in Trant. Now, if you will excuse me, I have important matters to attend to. It has been a pleasure. Na, okay. Na gut. Vielleicht kommt da später noch irgendwas mit dem. So, gehen wir mal zu Mrs. Besten. So, hallo. Jetzt bin ich ein wenig abgelenkt worden. Um genau zu sein, 6 Stunden lang oder sowas in die Richtung. Aber hier geht die Folge weiter, weil ich würde ganz gerne diese Quest zu Ende bringen. Hello, how are you today? Greetings, Miss Besten. Might I speak with you a moment? Of course. I've returned with the crystal ball. She looks surprised. That's just grand. Here's the payment. She hands you 200 gold pieces. Where did you get it? Madame Tussaud, a medium in the warehouse district. Ha 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 ha. The old crone, she knew absolutely nothing at all. I knew she was a fake from the very beginning. I'm sorry, what do you mean? Oh, if you must know, I'd heard rumors about her around town. People saying she could actually see the future. Rubbish. No one can really see anything. It's all an act. I lied to those old ladies all day long. Na, die ist aber nicht sehr freundlich und der haben wir geholfen. Tell them exactly what they want to hear. Na gut, die andere hat mich angegriffen, diese doofe Kuh. So I went to this Madame Tussaud and I told her I wanted her to see my future. And what did she say? She told me that a stranger would walk into my store one day and that he would be my death. Can you believe it? My death. So when I saw you come in, here you can imagine my surprise and my fears. Of course. But don't you see the irony? You've gone and killed her. She was the one who needed to fear you, not me. I broke my own crystal ball just in case someone did show up. And in the end you kill her, and I get her crystal ball, thrown in just for good measure. Ha! So much for old Madame Tussaud. Yes, well, I'm glad it all worked out for you. Good day. Yes, but she cursed me on her death, and it's your fault. She backs away. Cursed you? I'm so very sorry. Really, if there was anything I could do... I'm sure there's not, and that's the problem. I just thought you should know. Get away from me. I've nothing to do with all of that. I was just watching my own back. It's not my fault. Madame Tussaud was right all along. I'm going to kill you. Nein. You might be right. Good day to you. Eh. Doofe Kuh ist damit durchgekommen. Ärgerlich. Sehr, sehr schlecht für mich. Vor allem, soweit ich mich entsinnen kann, gibt einem die Madame Tussaud auch noch einen anderen Hinweis. Ach, weh. Das habe ich schlecht gemacht. Naja. Man kann nicht alles haben im Leben. Wir bringen dem die Notiz zurück und kriegen noch einmal 75 Goldstücke und dann gehen wir shoppen. Hello again, Miss Wright. Might I have a little more of your... I have delivered the note to Miss Dingsbums. Well done. Hey, und wir sind da wieder 2 weiter vor. Sehr gut. Thank you, Lord O'Connor. There's the 75 coin I promised. Thank you, Miss Wright. Goodbye. Sehr gut. Huch. Wir sind jetzt durchs Fenster gesprungen. Echt jetzt? So... Ah, hallo? So, und noch ein zufriedener Auftraggeber. Wir
Sollten schauen, wo müssen wir hin? Ah, da gibt's magisches Zeug. Mal schauen, vielleicht sollten wir auch irgendwas Gescheites für den Zwerg kaufen, obwohl weiß ich gar nicht, ob wir den behalten wollen. Xerath's Magic Armory. Mal schauen, was haben wir denn da für Magic Armory? Halfling Guard. Magical Smith. Happy to make your acquaintance, Sir. Let us barter, Sir. I'm looking for training as an apprentice. No. What sort of wares do you carry here? I specialize in high quality armor and weaponry of a magical nature. Many of the pieces I carry have been enchanted to assist their wielder with the task at hand. I'm proud to say that my magical smithing abilities are second to none. Hm, okay. Let us trade, Sir. Finde ich gut. Okay, hallo Maus. Was ist mit dir los? Ich brauche eine Unterlage. Hm, nein, liegt nicht an der Maus. Oder? Naja, wer weiß. Ein Quality Broadsword. Sword of Air. Damage 5 to 20. Fatigue 1 to 5. Weight 20. Magic Power available 87%. Was auch immer das mit der Magic Power sein soll. Basic Plate Mail, Sword, Quality Aches. Caladon Elite Sword. Aber ich schau, was ich gerade trage. Ein Enchanted Sword, 1 bis 8 Schaden. Hm. Sword of Defense, 5 bis 10 Schaden. Puh. Und es gibt AC plus 15. Und das kostet nur 370. Ich glaube, ich werde da zuschlagen. Aches of Strength. Das macht Stärke plus 1, Konstitution plus 1. Das ist auch nicht schlecht. Was ist das? Stillwater Blade. 5 bis 10 Schaden plus 4. Summon Animal. Ah, damit kann man Viecher hier beschwören. Quality Mace. Crushing Hammer. 1 bis 8, 1 bis 10 Critical Hit plus 10%. Hm, naja, okay, das ist jetzt nicht so besonders. Dragon Skin Leather. Mal schauen. Das kostet ganz schön viel. Ich glaube, das haben wir nicht, das Geld. Studded Leather, Dagger of Speed, 1 bis 6 Schaden. Speed 25, ach so, stimmt, das sollten wir uns vielleicht auch anschauen. Was ist das für eine Speed? 17. Ist das gut? Hohe Speed? 15. Ja, ich nehme mal an, dass der Dagger schneller zuschlägt als diese hier. Was heißt Speed 15? Hm. Offensichtlich schlagt man mit dem nicht so schnell zu wie mit dem Sword of Air. 30 wiegt das? Das wiegt 70. Und es macht um einiges mehr Schaden. Hm. Das könnte man dem Ding geben. Dem Virgil. Wie viel Geld haben wir noch? 2500. Wir könnten beide Schwerter, glaube ich, kaufen, oder? 1200 und 370. Ja, und dann haben wir sogar fast noch einen Tausender. Eins nehmen wir uns und eins geben wir dem Virgil. Was heißt, I will not buy that? Das ist ein Enchanted Sword. Was willst du eigentlich? Viel besser geht's gar nicht. Viel näher an dem, was du sonst so verkaufst, kann man gar nicht ran. Light-Fingered Gauntlet, Bonus und Pickpockets. Oh. Chakrams. Enchanted War Boots. AC5. Damage Reduction. Plus 6. Heißt das Damage Reduction? Weiß ich gar nicht. NP minus 10. Was ist NP? Ja,
Ich wollte das jetzt kaufen. Um Gottes Willen. Ich würde ganz gerne wissen, was all diese Zeichen bedeuten. Ah, okay. Electrical Damage 1 bis 10 zu Attacker. Shadow Shield AC10. Ah, okay, gut. Das ist nur was für böse Charaktere. Okay. Soll sein. Ah, da ist noch dieser Staff of Hypocrisy. Was hast denn du für ein Schwert oder Dings in der Hand? Eine Charmed Mace? Wenn ich dir das gebe. Die macht aber weniger Schaden. Ach Gott. Bist so doof. Wieso willst du nicht das tragen? Das macht 5 bis 10 Schaden. Das macht nur 1 bis 9 Schaden. Random Shield of Protection. Was, wenn ich dir das gebe? Das ist besser. Das nimmst du. Na gut, dann nehme ich halt das Schwert. Ich werde ihm mehr zaubern als zuschlagen. Ah, warte mal, nein. Nein, ach Gott. Gib das mal her. Wenn ich dem Zwerg das gebe, dann tragt das nicht. Was hat der Zwerg? Oh, eine Charmed X, okay. Vielleicht sollte man dem Zwerg irgendwas anderes in die Hand drücken. Zum Beispiel das Schwert da. Nö, damit fängt offensichtlich auch nichts an. Achso, das ist ja auch ein magisches Schwert, sehe ich gerade. Ich habe nur magische Waffen. Für den Zwerg sollten wir was Nicht-Magisches suchen, weil das Magische bringt ihm sowieso nicht viel. Er hat Magic Power Available 0%. Na egal. Ich trage dieses Ding hier. Das macht nämlich auch meine AC größer. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich stehe nämlich immer ganz vorne. Und mich greifen diese Wahnsinnigen immer als erstes an. So, schauen wir mal, was wir da noch so alles haben. Das schaut nämlich auch noch irgendwie. Darachs Magerium. What sort of wares do you carry? I carry a wide selection of magically enhanced armor and weaponry, in addition to proper mage attire. Tja, dann. Gnomish Chainmail, schon. Creep Armor. Die kostet 2000. Wir haben noch 925. Dread Armor. Wow. Wild Thief's Leather. Okay. Scroll of Divine Magic. Allows you to identify unknown objects. Das ist ja cool. Wie viel kostet das? It's yours for just 5244 coins? Spinnt ihr? Agility of Fire kann ich selber. Kann man diese
Scroll of Body of Water. Kann man die Dinger lernen, wenn man sie hat? Dorian Amulet. 3530. Bist du wahnsinnig? Das Zeug ist teuer. Mage's Dagger. Er bringt 10 Mana schon an. Schamanenstab. Und ein Quality Stuff. Was ist das? Fine Steel Dagger. Essence of Intellect boosts Intelligence. Aber ich fürchte nur kurzfristig. Fatigue slower. Slows the use of fatigue. Okay, Naja, also wenn er mich fragt, hat er nichts für uns. Gehen wir das Zeug verkaufen. Nein, das machen wir nachher. Da drüben gibt es noch einen Magier. Das mache ich in der Pause, wenn ich dann nicht mehr aufnehme. Da braucht sie wirklich nicht dabei sein. Ceramins House of Darker Magic. Hallo? Ah, der hat zu, der hat nur in der Nacht offen. Na gut. Da haben wir noch ein hübsches Haus. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Gehen wir mal davor. Naja, langsam kommen wir halb durch der Rand durch. Da ist diese Bar, an die kann ich mich noch erinnern. Ja, also dieses Gebiet, na, da unten noch nirgends drinnen eigentlich. Da könnten wir vielleicht, da gehen wir nachher vielleicht hin. Ja, genau, wir werden dann verkaufen und nach dem Verkaufen melde ich mich dann wieder. Und da schauen wir uns dann diese Gegend an. Diese Warenhausgegend da. Okay, Herrschaften. Dann wünsche ich euch in der Zwischenzeit viel Spaß, viel Geduld und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!